Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Special-Video von und mit eurem Malkondo. Dieses Mal möchte ich euch in die Welt von einer der wohl größten Spieleserien aller Zeiten entführen. In die Welt von The Legend of Zelda. In meinem The Legend of Zelda History Special möchte ich mit euch einen Blick auf die Anfänge der Serie werfen und schauen, wie sie sich über die Jahre zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Ich würde also sagen, wir beginnen dann mal mit dem ersten Teil. Viel Spaß! Der erste Teil der Zelda-Reihe mit dem wohlklingenden Namen The Legend of Zelda ist im Jahr 1987 für das Nintendo Entertainment System, kurz NES genannt, erschienen. Die Handlung des ersten Zelda-Teils ist schnell zusammengefasst. Ganon, der Prinz der Dunkelheit, dringt in das Königreich Hyrule ein und raubt das Triforce-Fragment der Kraft. Um zu verhindern, dass Ganon ein weiteres Fragment erringen und somit weiter an Macht gewinnen kann, zerbricht Prinzessin Zelda das Triforce-Fragment der Weisheit in 8 Teile und verteilt dieses über das ganze Land, bevor Ganon sie in einen Kerker einsperrt. Der junge Link muss alle 8 Triforce-Teile finden und vereinen, um mit dessen Macht die Prinzessin zu befreien. Ausgerüstet mit Schwert und Schild bewegt sich Link in einer Oberwelt, die der Spieler aus der Vogelperspektive sieht. Diese ist in 128 gleich große Zellen aufgeteilt, die jeweils den ganzen Bildschirm ausfüllen. Verlässt die Spielfigur den Bildschirmrand, wechselt das Bild in die benachbarte Zelle. Von dieser Oberwelt aus gelangt Link über teils versteckte Eingänge in verschiedene Dungeons. Ein Merkmal des Spiels und im Allgemeinen der Zelda-Serie ist das Finden und Benutzen von Ausrüstungsgegenständen, welche zur Interaktion mit der Umgebung genutzt werden können. So ist es beispielsweise möglich, sich mit Bomben alternative Wege in den Labyrinthen zu schaffen, mit einer Leiter Flüsse zu überqueren oder Sträucher mit einer Fackel zu verbrennen, um dahinter versteckte Gegenstände oder Eingänge sichtbar zu machen. Jeder der Dungeons, bis auf den finalen 9., beinhaltet eines der 8 Triforce-Teile, die jedoch jeweils von einem individuellen Bossgegner beschützt werden. Kommen wir mal zu den Besonderheiten des Spiels. The Legend of Zelda war das erste Videospiel, das über eine Batterie in der Spielkassette verfügte. Dadurch war es erstmals bei einer Videospielkonsole möglich, Spielstände dauerhaft abzuspeichern. Zum ersten Mal war durch die offene Welt auch nicht-lineares Gameplay möglich. The Legend of Zelda war das erste NES-Spiel mit einem Inventarsystem, in dem Spieler verschiedene Gegenstände auswählen konnten, um mit diesen Rätsel zu lösen. Die Musik von The Legend of Zelda wurde in vielen späteren Teilen der Serie verwendet. Zelda 2, das auch auf den Namen The Adventure of Link hört, ist im Jahr 1989 ebenfalls für das Nintendo Entertainment System erschienen. Vor tausenden von Jahren begann das Böse, das Land Hyrule zu dominieren. Der nach göttlicher Macht strebende Zauberer Ganon belegte Prinzessin Zelda mit einem Bann und sie fiel in einen tiefen Schlaf. Um diesen Bann zu brechen, muss Link durch das ganze Land reisen, finstere Tempel aufsuchen und 6 Zauberkristalle in die dortigen Statuen einsetzen, um schließlich den 7. Palast betreten zu können, wo sich das Triforce des Mutes befindet. Sollte Link dabei den Gegnerhorden unterliegen, wird sein Blut dem Aufstieg Ganons geopfert. Das Spielgeschehen zeigt sich dem Spieler nicht mehr durchgängig von oben, wie es noch im Vorgänger der Fall gewesen ist. Vielmehr ist diese Perspektive der Übersichtskarte vorbehalten, auf der man mit Link die Spielewelt erkunden kann. Wird Link in einen Kampf verwickelt, zum Beispiel in einem Zufallskampf oder einem der 7 Tempel, betrachtet man das Geschehen aus der Seitenperspektive. In diesem Zelda-Spiel wird die Lebensenergie nicht mit Herzen dargestellt, sondern mit einer richtigen Leiste. Ferner wurden Rollenspielelemente hinzugefügt. Beispielsweise kann Link nun Magie einsetzen und durch das Bezwingen von Gegnern Erfahrungspunkte erhalten, die seine Statuswerte verbessern. Auch hier gibt es wieder ein paar Besonderheiten, die wir uns doch mal genauer anschauen wollen. Aufgrund der genannten spielerischen Unterschiede zu den anderen Zelda-Spielen und dem eher knackigen Schwierigkeitsgrad genießt Zelda 2 unter Fans heute eine vergleichsweise geringe Popularität. Trotzdem entwickelte es sich seinerzeit zum Erfolg und verkaufte sich immerhin rund 4,4 Millionen Mal.
Kommen wir nun also mal zum dritten Zelda-Teil. The Legend of Zelda: A Link to the Past erschien 1992 für das Super Nintendo Entertainment System, das auch kurz SNES genannt wird. Der böse Ganon in Gestalt des Zauberers Aghanim versucht, das Siegel zu brechen, welches ihn in der Schattenwelt, dem ehemaligen Goldenen Land, gefangen hält. Dazu schließt er die Nachfahren der Weisen, die einst das Siegel schufen, darunter auch Prinzessin Zelda, in Kristalle ein und hält sie in der Schattenwelt gefangen. Link muss zunächst drei Amulette, das Masterschwert und eine Mondperle in den Tempeln Hyrules finden, um schließlich alle sieben Mädchen aus der Schattenwelt zu befreien. Zusammen mit den Weisen macht er sich auf, Ganon zu besiegen und das heilige Triforce zurückzugewinnen. Nach 4 Jahren Entwicklungszeit erschien 1992 der Teil für das Super Nintendo Entertainment System und kehrte zur Vogelperspektive des ersten Teils zurück. Die Entwickler nutzten die im Vergleich zum früheren System höheren technischen Fähigkeiten des Super Nintendo und gestalteten die Welt mit Liebe zum Detail. Zu diesem Spiel wurde erstmals ein offizieller deutscher Spieleberater mit Komplettlösung und allen im Spiel zu entdeckenden Geheimnissen veröffentlicht. Im späteren Verlauf des Spiels ist es möglich, zwischen der Licht- und der Schattenwelt zu wechseln. Außerdem ist die Übersichtskarte der beiden Parallelwelten scrollbar. Eine weitere Besonderheit an A Link to the Past war, dass es das erste Zelda-Spiel war, welches über deutsche Bildschirmtexte verfügte. Der Soundtrack in A Link to the Past wurde von Koji Kondo komponiert. Aufgrund der deutlich höheren Leistungsfähigkeit des SNES konnte die Qualität der Musik deutlich verbessert werden. Die Begleitmusik entstand nicht mehr am Computer, sondern man ließ die Komposition von einem Orchester spielen, um die Musik anschließend zu digitalisieren und ins Spiel einzubinden. In A Link to the Past wurde die Musik der The Legend of Zelda Serie nachhaltig geprägt. Viele der Musikstücke, die typisch für die Serie sind und in neueren Serienablegern wieder gespielt werden, kamen zum ersten Mal hier vor. Darunter sind die Stücke Zeldas Wiegenlied, Ganondorf's Theme, Hyrule Schloss, Kakariko und der Track im Auswahlbildschirm. Der Soundtrack zum Spiel erschien 1994 in Japan unter dem Namen Legend of Zelda Sound and Drama mit 2 CDs. Die erste CD ist 44 Minuten lang und beinhaltet neben einem Teil des Soundtracks auch ein 17 Minuten langes Stück mit Hintergrundgeräuschen, Soundeffekten und japanischen Dialogen. Die zweite CD beinhaltet 54 Minuten, von denen ein Teil der Musik aus dem Original The Legend of Zelda stammt. Kommen wir also zum vierten Teil der Serie. The Legend of Zelda: Link's Awakening ist 1993 für den Game Boy erschienen. Während Link in einem Boot auf dem Wasser unterwegs ist, gerät er in einen Sturm und kentert. Dabei wird er ohnmächtig und an den Strand der Insel Kokolind gespült, wo er von Marin, einer Einheimischen, gefunden und zu ihr nach Hause gebracht wird. Als Link wieder erwacht, bekommt er von Marins Vater seinen Schild zurück und er macht sich auf die Suche nach seinem Schwert. Von einer weisen Eule erfährt Link von seinen bevorstehenden Abenteuern. Um die Insel wieder verlassen zu können, muss er die 8 Instrumente der Sirenen finden, die in Dungeons versteckt sind. Nur mit allen diesen Musikinstrumenten kann er den Windfisch aufwecken, der hoch auf einem Berg in einem riesigen Ei ruht. Allerdings stellen sich Link zahlreiche Albtraumwesen entgegen, die ein Erwachen des Windfisches verhindern wollen, um über die Insel herrschen zu können. Link's Awakening erschien 1993 und war das erste Zelda-Spiel für den Game Boy. Wie A Link to the Past verfügt es über deutsche Texte und Batteriespeicher. Das Spiel wird wie im Vorgänger aus der Vogelperspektive gespielt und orientiert sich generell an dessen Stil und widerlegte somit Stimmen, die eine derart aufwendige Grafik auf dem Gameboy für unmöglich hielten. Dieses Zelda-Spiel, das als erstes nicht im Land Hyrule spielt und dem auch die titelgebende Prinzessin nicht erscheint, ist zudem das erste Handheld-Zelda überhaupt. 1998 wurde das Spiel erneut veröffentlicht, diesmal für den Gameboy Color und in Farbe. Dabei wurden jedoch verschiedene Änderungen, auch Zensur, vorgenommen. Unter anderem ist das Spiel jetzt komplett in Farbe, es wurde ein neuer Dungeon hinzugefügt und es gibt Fotos, welche man mit entsprechender Hardware ausdrucken konnte. Es wurden einige Übersetzungen hinzugefügt, zum Beispiel wurde der Shop übersetzt und heißt nun Laden. Zum Ende noch eine Kleinigkeit. Der damalige Club Nintendo-Chefredakteur Claude M. Moyes
hat sich in Form eines eigenen Songs verewigt. Wenn man im Spielstartmenü als Name Mois eingibt, ertönt eine von Mois komponierte Melodie. Dieser Song existiert nur in der ursprünglichen deutschen Version des Spiels. Wenn man in der DX-Version Mois eingibt, kommt stattdessen eine von Kazumi Totaka komponierte Melodie, die auch in einigen anderen Spielen erscheint. So, liebe Leute, ich hoffe, der kleine Ausflug in die Welt der ersten vier Zelda-Spiele hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten History Special wieder mit dabei. Bis dahin macht es gut und tschüss!